Jetzt soll ich 300 Kilometer in die Richtung laufen, oder? Was haben wir denn hier in der Nähe? Erstmal einen neuen Skin für dein Pferd kaufen. Ja, ich nehme einfach, ne? Was haben wir denn hier in der Nähe? Okay. Die sind Level 5. Da ist noch so ein Kletterding. Ich sehe jetzt hier nichts Spannendes. Außer wieder zurück zu dackern. Da ist noch irgendwas. Da drüben ist irgendwas. Da ist irgendwas. Ah, okay. Okay, klar. Gib mir das Tutorial für das Pferd. Ach, das hier ist ein Sperrgebiet. Warum ist das noch ein Sperrgebiet? Die sind doch alle tot. Interessant. Okay, das heißt, ich kann jetzt mein Pferd rufen. Das aus dem Nichts spawnt. Kann aufsitzen. Kann quasi sagen, folgt der Straße, geht zur Quest und ich gebe Pinkeln. BRB. Doris wird bei seinem Geschäft sein. Du wirst noch jemanden verletzen. Cassandra, schön dich zu sehen. So. Mein Gott, wir haben ihn hingefunden. Und das ohne Google Maps. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist das denn hier hinten? Hast du was zu erledigen, Cassandra? Aber die mich alle kennen. Das ist dieselbe Statue? Oh, das ist dieselbe Statue, wo wir eben schon mal waren, richtig? Yep. Okay. Da ist mein Quest-Bob. Wird hier so viel Shit auf der Karte, Alter. Das ist absurd. Achso, hier. Guten Tag. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Marcos, er soll selbst herkommen. Wenn er sein Geld will. Klar? Aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Marcos, ich schulde ihm das Doppelte. Wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. An sich müsste ich einfach nur mein Geld eintreiben und ihn leer ausgehen lassen. Das Doppelte, das ist Wucher. Das habe ich Marcos auch gesagt. Du kennst ihn, er ist etwas extrem. Bezahl ihn und dann ist alles vorbei. Sag Marcos, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen.
Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Gib mir mal Money. Malaka. Egal. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Du bist... Ich will mein Money. Ich will ihn nicht verprügeln. Dann werden die alle mad auf mich. Das funktioniert ja super. Cassandra, schön dich zu sehen. Echt? Super. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier, geh weg. Wie soll ich den überhaupt beklauen? Oh, hier. Ich sagte doch, ich habe Markus genug bezahlt. Okay, okay. Ich gehe schon klauen. Ach da. Ist sonst noch irgendwas? Ach so, ich sollte lesen. Seine Ware zu zerstören könnte ihn ermutigen. Ist das deine Ware? Hey, hör auf! Das gehört mir! Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Schön. Das Geld gehört dir. Hau einfach ab! Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. So einfach geht's. Mit ein bisschen positiver Überzeugungskraft funktioniert alles. Ich habe ja doch gerade einen Schmied gesehen. Was kann man bei dem machen? Kann ich dir helfen? Ich möchte kaufen. Der Tag ist noch jung. Die haben alle 14... Ich finde es schön, dass das ist, weil das für Schaden pro Sekunde steht. Okay, anscheinend gibt es irgendwie zwei Pfade. Fucking Krieger und... Wieso kann ich mich... Ich habe nur 164... Alter, ist ja teuer hier. Kann ich irgendwas verkaufen? Habe ich irgendwie so Trash, den ich verkaufen kann? Also, Alter, wer spielt ja mit Stäben? Okay, ich kann die in Mats zerlegen. Das ist interessant. Okay, dann verkaufen wir uns erstmal nix. Beehr mich bald wieder. Weil wenn ich Kram in Mats zerlegen kann, brauche ich keine Mats sammeln. Kann ich das von hier? Hopp. Und wenn ich dann immer noch Geld brauche, kann ich Mats verkaufen. Hey, Zetsu. Später brauchst du die Mats in Mengen. Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Ich habe schon wieder mein Pferd verloren. Was ist das da für eine Quest? Mal vielleicht mal irgendwie eine Quest, die ich schaffen kann, ohne dass ich instant sterbe, weil mich irgendwas anguckt. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Deine Gebete wurden erhört, ist nice. Du hast gerufen? Oh, Cassandra, du hast mich erschreckt. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen.
Schon. Wenn der Speer in den Höhlen ist, finde ich ihn. Nun, vielleicht wurdest du doch von Kefalos geschickt. Kefalos hatte einen Speer? Cassandra, du hast diese Geschichte bestimmt als Kind gehört. Ich hatte nie viel Zeit für Geschichten. Nun, wahrscheinlich nicht. Du weißt, dass Kefalos Kephallenia gegründet hat und Odysseus Vorfahr war. Sein Speer war ein Geschenk der Götter. Er hat angeblich nie sein Ziel verfehlt. Er tötete seine Frau damit und versteckte ihn in den Höhlen. Er warf einen Speer, der nie verfehlt, auf seine Frau? Er war jagen und hörte etwas im Unterholz. Er dachte, es wäre ein Hirsch. Traurige Geschichte. Das klingt gefährlich. Nur, wenn man ihn auf jemanden wirft. Das habe ich Speere so an sich, ja. Wozu brauchst du einen Speer? Du willst doch nicht etwa Soldatin werden, oder? Natürlich nicht. Aber überleg nur, wie viele Menschen zum Schrein kämen, wenn wir den Speer des Kephalos hätten. Mit ihren Spenden könnte ich so viel Gutes tun. Das Heiligtum instand setzen, die Hungernden in Sami ernähren. Du könntest auch ein Bordell aufmachen. Also, wo ist dieser Speer? Anscheinend wurde er tief in den Höhlen unter Kephallenia versteckt. Im Norden gibt es einen Eingang, vielleicht versuchst du es dort. Das ist nicht wirklich viel. Vertraust du den Göttern so wenig? Wenn Kephalos will, dass wir den Speer finden, dann findest du ihn. Ich sehe, was ich finden kann. Oh, danke. Ich bereite einen Platz für ihn im Heiligtum vor. Kann ich den Speer nicht einfach behalten? Verfolgen wir die Quest mal. What? Ich wollte die Quest verfolgen. Das war die falsche Taste. Das ist anscheinend Tag-Nacht-Wechsel, den ich durch Zufall gefunden habe. Ja, das ist Tag-Nacht-Wechsel. Gut zu wissen, dass es dafür eine Taste gibt. Okay. Dann wählen wir die Quest halt so aus. Welches Level ist denn die? Ich schwöre, ich habe aus irgendeinem Grund denke ich immer, dass B aktivieren ist. Verfolgen. Das ist so nervig. Oh, das ist eine Schatztruhe, nice. Das nächste AC könnte dann zusammenspielen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das nächste AC bei Release hole, ist sehr gering. So, wo ist jetzt der Eingang hier? YOLO! Plum. B, um unterzutauchen. Oh Gott, was ist das denn für eine Steuerung? Okay. So, und wo geht's hier lang? Oh, da lang. Panzus. Yeah. Much Panzus. Such wow. Upp. What is this light? Ist anscheinend kein Sauerstoff. Cool. Hier? Das sieht nach einer Oberfläche aus. Also das ist halt... Da muss ich Panda leider recht geben. Das ist halt super schlecht optimiert.
Weil von der Optik her ist es jetzt nicht so geil. Beziehungsweise ich würde sagen, von der Optik her ist es... Es ist okay. Aber nicht für die Anforderungen, die das Ding an die Hardware stellt. Ich mache mich unsichtbar. Machst du? Zeig mal. Was war das? Das weiß ich nicht. Was könnte das denn sein? Die KI ist so dumm. Oh, was? Sonst noch irgendwas? Anscheinend nicht. Menge geht da drüben. Auch nicht. Maybe hier oben. Natürlich. Sidianglas. Okay. Vermute mal, hier im Wasser wird auch nicht mehr sein, außer noch mehr Eisen. Du bist hoch, du bist runter, okay. Die eigentliche Frage ist, wie ich hier jetzt wieder hochkomme. Wir haben ja gelernt, der innere Spider-Man ist strong. Ist hier unten noch irgendwas? Nope. Hier ist echt nur der eine Typ, der hier liebevoll Mafia-Methoden like ertränkt wurde. Etwa? Weird. Okay. Ach so, du kannst überall hochklettern, aber nicht an bestimmten Stellen, ja? Ist klar. Hier. Mach mal Spider-Woman. Gut, dass da irgendwie in 200 Metern auch noch eine Höhle ist. Kriegen Höhlen eigentlich auch so ein... Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Halt die Klappe. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es dann nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Söldnerin verstecken, Markus. Er bringt dich, die Kriegerin und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Cassandra, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Doris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Und wie? Wie willst du das Geld zurückholen?
Du hast ein törichtes Versprechen gegeben, Marcos. Eins, das wir nicht halten können. Ich dachte, du wärst unbesiegbar. Ich vielleicht, aber du nicht. Na, zu dem Punkt. Mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalinia in deine Hände gelegt. Cassandra! Alexios! Zurückklauen. Das sieht nicht nach einem Kindergesicht aus. Gesicht sieht echt total weird aus. Als ob die Motion Tap von der Actorin genommen haben und dann versucht haben, das zu verjüngen. Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kefalinia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Marcos. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zur Söldnerin mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles nehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm beschützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an! Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Marcos. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meine Freundin Cassandra in die Einzelheiten eingeweiht. Sie hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Willst du mich eigentlich verarschen, Marcos? Oh, sie tut nur so. Das ist nur so ein Spiel zwischen uns. Mhm. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Cassandra, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Müllt mich noch mehr mit Quests. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Die scheinen sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Marcos? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Ja. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalinia. Gib ihn mir. Mein Gott, nicht so unfreundlich. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Gib mir ein Bogentutorial. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Huh?
Gut. Ich drück schon wieder die falsche Taste. Fähigkeiten. Let's see. Höhere Stufe erreicht. Verdiene EP. Bla bla bla. Alles klar. Was haben wir denn hier? Attentäter, Krieger und Jäger. Da brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Wir werden Krieger. Alleine, weil der den fucking Spartan gekackt. Ja. Instant. Fähigkeit zuweisen. I guess. Okay. Defensive Manöver. Ich wusste nicht mal, dass eins kommt. Neue Gravur freigeschaltet. Jägerschaden. Mhm. Habe ich nicht gerade in fucking Krieger geskillt? Und dann bekomme ich Jägerschaden? Ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Wem mache ich was vor? Sami wird sich nie ändern. Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Du sprachst von einer Belohnung. Oh, natürlich. Die hast du dir verdient. So, habe ich hier irgendwie eine Map, die halbwegs zu gebrauchen ist? Ich und dieses Menü. Okay, ich bin da. Aha. Sind das irgendwelche Screenshots? Gameplay-Symbole. Was? Dieses, oh, das sind irgendwelche, warum werden mir auf der Map irgendwelche Screenshots von irgendwelchen Bobs angezeigt? Kann man das irgendwie ausschalten? Community-Fotos. Kann man Community-Shit irgendwo ausschalten? Option, maybe? Stellt das aus, ja. Mit RT kann ich es ausschalten. Mit RT sagt er. Ah, da ist es. Okay, alles klar. Keine Fotos. Danke. Kann ich das da markieren? Kann ich. Das nächste AC soll ein norwegisches Setting haben? Also ich weiß ja nicht. Das heißt, das Spiel würde dann quasi mit God of War... Nee. God of War war schon ziemlich gut. Schatzplündern. Wo könnte der Schatz nur sein? Hier vielleicht? Nein? Ja. Auch nicht. Assassin's Creed Ragnarok. Ist klar. Ach, ich kann Pöttel so werfen. Ah! Okay. Assassin's Creed Ragnarok. Okay, cool.
Ah, hast du gerade geleuchtet? Warum leuchtest du? Eine Waffe? Eine actually gebrauchbare Waffe? Plus 9 DPS. Hell yeah. Wow, der sieht so richtig unepisch aus. Okay. Was ist das hier? Okay, cool. Quests, was haben wir denn offen? Obwohl, nee, ich hatte gerade was markiert, ne? Ach nee, da bin ich schon hingelaufen.